Hallo zusammen, das ist mein zweites Video. Wie gesagt, ich habe auf YouTube habe ich da viele so Videos gesehen, zwar alles auf Englisch oder ein paar wenige auf Deutsch. Und wir haben ja jetzt eine Krise. Da bei uns ist es eine Krise. Oder eine Rezession sind wir schon drin. Wenn man ein bisschen die Medien anschaut im Ausland, ist das schon ein bisschen ärger. Also da hat sie jetzt die Arbeitslose, haben wir ja da auch. Es sind 800 Firmen, hat es letztlich geheißen, die Kurzarbeit angemeldet haben. 800 Firmen. Kurzarbeit macht man auch nicht immer. Das ist auch nicht ewig versichert. Und irgendwann kann es sein, dass die Leute auf der Straße stehen. Im Ausland, Andalusien oder Spanien, 14% Arbeitslose, steigend. Deutschland, x-tausende Arbeitslose mehr. Es wird immer mehr. Also aus der Krise kann ganz schnell einmal eine Depression werden. Und das Thema Depression, das kennen die Deutschen ja besonders gut. Die haben ja das selber erfahren da nach dem Ersten Weltkrieg, wo das Geld nicht mehr wert war. Die sind mit der Garette, sind die gepostet und mit 5 Kilo Banknoten haben sie dann vielleicht mal ein Gonfi-Blase bekommen oder sonst irgendetwas. Also ganz krisenmässig, wenn man so will. Also Krise, Rezession, Depression. Krise schlecht, Rezession noch schlechter, Depression. Also, um was geht es mir? Keine Panik, noch nicht. Aber es gibt ein paar Methoden oder Möglichkeiten, wie man da vorsorgen kann oder einfach absichern in dem Sinn. Also, das wäre mal erstens, Gold und Silber haben immer etwas wert. Ob man kann Geld kaufen oder nicht, man kann es immer eintauschen in irgendetwas. Jeder weiß, dass das etwas wert hat und je nachdem, man hat auch schon für eine Unze Gold für 30 Gramm können einen Herdöpfelsack posten, ist anzunehmen, dass der sonst nichts anderes mitgenommen hat als einfach den Goldklumpen. Das ist eine Sicherheit. Man hat zwar keinen Zins auf dem Gold, sagt man und so weiter, aber wenn man jetzt den Kurs anschaut, jetzt im Monat Januar ist es etwa 14%, wo der Goldpreis aufgeküpft ist, so schnell. Also das findet man nirgends. Keine Aktie hat heute so viel, kein nichts. Also das ist verrückt. Man geht davon aus, dass der Goldpreis noch weiter aufgeht. Aber das ist zweitrangig in dem Sinn. Gold ist eine Sicherheit. Also wenn man Geld hat und man möchte das über so eine Krise überbringen, dann ist Gold eine gute Sache. Und es ist auch eben zum Neuanfangen mit dem neuen Geld. Falls es eine Währungsreform gibt, kann man natürlich mit Gold wieder neues Geld kaufen und dann kann man wieder anfangen oder irgendetwas posten. Es gibt auch Beispiele aus Amerika, wo die Leute mit ganz wenig Gold ganze Farmen zusammen gepostet haben. Also total verrückt eigentlich. Gold und Silber ist zur Werterhaltung da. Dann ist es natürlich gut, wenn man ein bisschen Geld, Bargeld im Sack hat. Also in einer so einer Krise, vor allem jetzt in einer Bankenkrise, kann es natürlich sein. Ja, man stellt einen Automat an, einen Geldautomat, will einen Lappen ziehen und es kommt nicht raus. Dann hat man morgen ein Problem, übermorgen hat man ein grösseres und spätestens am nächsten Montag hat man Hunger. Und von dem her ist es natürlich gut, man hat ein bisschen Geld, Bargeld auf der Seite. Und, wie es Grosseltern gehabt haben, die haben die Zeiten mal erlebt, dass man einen Vorratsschrank hat. Jetzt ist ein Vorratsschrank rein. Es gibt im Internet gibt es einen Haufen Seiten über das, auch deutsche. Und da wird geredet davon, zum Teil von 2 bis 6 Monate Vorrat zu haben. Man kann jeder selber halten davon, was er will. Aber wenn man die Wirtschaft so anschaut, wie das funktioniert, ist alles just in time. Der Verkäufer sieht, er hat keine Nudeln mehr im Gestell. Er läutet am Lieferant an. Der Lieferant sagt, jawohl, das bringen wir morgen 2 Säcke. Und der Lieferant der tut dann den Produzent an und sagt, ja, da kommt der andere wieder mit 2 Säcke und der tut dann schauen, dass er die 2 Säcke produziert oder schon im Voraus, ein paar Tage im Voraus produziert hat, weil er weiss ja etwa, wie viel das verlangt wird. Also wir haben keine grosse Lagerhalle hier in der Schweiz. Wir haben vielleicht noch einen Butterberg, der langt ein paar Monate, aber grosse Lagerhalle mit Lebensmitteln, solche Sachen, das haben wir nicht. Es wird alles gerade weitergegeben, just in time, es wird bestellt, es wird gemacht und gerade weiter, also Lagerhalle kostet Geld, Lagerung kostet Geld, macht Produkte teurer und so weiter. Das ist beim Importen so und das ist bei der Ware, die man da in der Schweiz selber macht, vielleicht noch beim Bauer, dass der irgendwie ein paar Weizensäcke auf der Seite hat, noch in jedem Fall. Aber bei den sehr vielen Sachen eben nicht. Die Schweiz kann sich heute zu 55% selber ernähren.
Also das ist relativ wenig, wenn man so schaut. Und wenn man sich vorstellt, dass man mal zwei, drei Wochen, nur schon zwei, drei Wochen, keinen Zugang hat zu einem Geldautomat, zum Geld rauszulassen, die Regale im Migros und im Coop sind zum Beispiel leer, dann ist ganz schnell einmal der Hunger da. Also da ist natürlich die gute Empfehlung, man hat einen Vorratsschrank, Teigwaren, Konserven, Milchpulver, vielleicht das Konfiglas oder was man auch alles hat. Es kann natürlich auch ein Weizensack mit Weizen sein und eine Getreidemühle für die Ökos oder für die Vegetarier. Das ist mal das. Also, Gold und Silber für die Werterhaltung. Ein bisschen Bargeld, dass wenn da der Bankenkollaps oder wenn irgendwie die Automaten ausfallen, dass man noch ein bisschen Geld hat, dass man vielleicht noch den Tank kann füllen kann, dass man vielleicht noch so Sachen kann machen kann. Dann ein Vorrat an Lebensmitteln. Und dort ist natürlich auch, Seife braucht man natürlich auch, Saarbüsterli und so weiter. Das sind so verschiedene Sachen, die man sich vorstellen kann. Man kann sich das vorstellen wie im Camping. Also man geht irgendwo raus und muss alles mitnehmen und was braucht man dann für eine gewisse Zeit. Dann in einer Depression, das haben wir in Deutschland gesehen, ist natürlich, wenn das Geld nicht mehr wert ist, und das kann ja beim Schweizer Franken, weil das Papier Geld ist, auch so sein, wie jeder andere Währung, ist es natürlich so, dass man Tauschmittel kann brauchen. Tauschmittel sind Zigaretten, natürlich müssen das frische sein, keine vertrocknete, und Alkohol ist ein gutes Tauschmittel und dann kann man Sachen tauschen, die man halt braucht, die vielleicht nicht gerade jeder hat. Sei es nur ein Lippenstift für Frauen oder sonst irgendwelche Waren. Das kann man sich ja selber überlegen. Das wären die Sachen, die man sich ein bisschen absichern kann gegen diese Geschichte. Das kostet nicht alle Welt. Das Gold kann man immer wieder umtauschen. Man hat dann vielleicht einen Hunderter oder ein paar hundert Franken. Wenn es blöd geht, das muss dann wirklich blöd gehen, hat man dann Minus. Aber man hat eine Sicherheit. Wo, ja, eben, wenn man es hat, dann hat man es. Und dann, wenn irgendwann einmal so ist, dass man halt 4-5'000 Stutz für eine Unze Gold muss zahlen, dann ist natürlich auch wieder Angebot und Nachfrage. Muss man halt das zahlen und dann kostet es unter dem Strich dann schließlich mehr. Oder wenn es gar keine mehr hat, dann hat es gar keine mehr und dann steht man halt da mit abgesagten Hosenbeinen. Aber es wäre gut, wenn man halt einfach vorsorgt, und vielleicht einmal die Grosseltern auch noch fragt, oder die Urgrosseltern, wenn die noch da sind, wie die das gemacht haben, die werden können erzählen, dass man einen alten Vorratsschrank hatte. Früher in den alten Wohnungen hatte es also ein kleines Räumchen gehabt, wo dann extra der Vorratsraum war, das kennen wir heute auch nicht mehr, dass man das macht. Weil, wenn, zum nochmal zurückkommen aufs Ausland oder zum, auf die Nachrichten zurückkommen, wir in der Schweiz werden da ziemlich eingemummelt, uns geht es gut, wir werden da auf einem Wölkchen gedreht und Watte stopfen wir uns ein bisschen die Ohren und alle haben ein bisschen rosa-rote Brillen auf. Aber sobald wir ins Ausland schauen, dann sehen wir doch, dass die Sache doch vielleicht eventuell keine Panik, weil sie könnte brenzlig werden. Und das hat natürlich mit dem zu tun, dass alles miteinander zusammenhängt, dass die ganze Finanzgeschichte halt, ja, sehr viel Geld vernichtet wird und irgendwann mal halt das Zeug kann zusammenbrechen. Und der Lieferant kann nicht liefern, wenn er keinen Kredit bekommt und kann natürlich seine Ware auch nicht im Voraus kaufen und dann nachher verkaufen und. Also es hängt so viel zusammen. Es kostet nicht wahnsinnig viel, ein paar Kilo Teigwaren auf die Seite zu und ein paar Kilo Reis und einfach mal ein bisschen Daten vorzugehen, jetzt, solange es noch hat. Das ist günstig. Man kann es ja essen, man muss es ja nicht futtrieren. Aber ich wollte nicht, dass man da irgendeiner durchkommt und klopfen und sagt, hey, ich habe Hunger. Tönt vorsorgen, es bringt mehr, als dass es schadet. Und vor allem ein bisschen Gold und Silber kaufen, das ist auch nicht schlecht, weil das hat immer Wert, wo, dass man das auch verkaufen will. Selbst beim Chinesen, beim Afrikaner, die wissen auch, was Gold ist. Und das hat man schon immer gewusst. Von dem her ist es natürlich ja, eine Empfehlung, weiss nicht. Also keine Panik, das Schiff ist angeschlagen, es sinkt noch nicht, aber das Gurgeln dort ist schon ganz kurios. Das wollte ich mal sagen. Jetzt habe ich auch mal wieder mal ein Video gemacht. Schön, wenn man keine reinschnurrt. Und ja, ich hoffe, ihr habt etwas davon. Und wie gesagt, es gibt ein paar interessante Webseiten. Da wäre es nennen, zum Beispiel dasgelbeforum.de.org.
Das ist so ein Forum, wo also die ganze Wirtschaft Cracks sich beschäftigen. Also für die, die da ein bisschen in Ökonomie, Ökonomie daraus kommen, Ökologie ist etwas anderes, die sind dort gut bedient. Oder dann gibt es auch so vielleicht ein bisschen die krassere Seite, so krisenvorsorge.de, das ist dann mehr schon ein bisschen so auf ja, das Schiff hat schon Schräglage. Eben wenn man da sich da durchgoogelt, findet man sehr viele Informationen. Man findet auch Listen, was so ein Vorrat kann sein. Man findet auch Informationen über Gold, wie der Goldpreis steigt, wie man annimmt, dass es steigt da in nächster Zeit und so weiter. Es ist einfach meine Empfehlung, mein Bedürfnis, das halt einfach mal zu zapfen. So, schöne Zeit. Merci.